Hallo bei euremilch.com, ich möchte mit euch eine Eierlikörglasur zubereiten. Wir brauchen dafür Eierlikör und wir brauchen gesiebten Staubzucker. Und funktioniert jetzt ganz einfach. Wir geben den Eierlikör zum Zucker dazu und rühren das ganz langsam glatt, ohne dass wir zu viel Luft einarbeiten. Die Glasur eignet sich zum Überziehen von frischem Gebäck, schmeckt sehr, sehr fein und hält auch sehr, sehr lange saftig. Die Glasur hat die richtige Konsistenz, wenn sie einen Löffelrücken schön überzieht. Kann man jetzt sofort weiterverarbeiten, trocknet relativ schön und ist eine ganz, ganz einfache Form der Glasur.